Und mit Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute ist es mal wieder ein Infovideo, das heißt kein krasser Schnitt. Ihr kennt es, wer Bock auf Schnitt hat, der schaltet weg, denn den gibt's hier nicht. Heute rede ich mal über etwas Spannendes, was bald demnächst ansteht. Und zwar ein Endergames-Turnier, Leute. Steht demnächst an. Und zwar ein sehr großer, nicer YouTuber. Und zwar der liebe Dark Shadow veranstaltet dieses Endergames-Turnier. Und in diesem Endergames-Turnier ist es praktisch einfach so, Leute, dass wir halt 24 Spieler in einer Runde sind. Einer hostet so einen privaten Endergame-Server, wie man das ja machen kann. Und dann steuern wir alle drauf. Wir haben auch, jeder hat schon ein Teammate. Ich teame mit dem lieben Trick, den ich euch in der letzten Folge Endergames auch schon gezeigt habe. Richtig fresher Dude. Ich habe einen richtig guten Teammate gesucht, Leute. Und der Termin für dieses Turnier ist am 15.07. oder am 16.07. Das sind halt die Wochenendetage. Und die Leute wollten es halt am Wochenende haben, damit jeder es auch machen kann. Weil viele haben noch Schule, wie ich. Ich habe noch Schule, Leute. Könnt ihr das glauben? Ich habe einfach noch Schule. Und deswegen versucht man da irgendwie die Termine für alle gut zugänglich zu machen. Auf jeden Fall will ich noch sagen, dass ich dieses Turnier just for fun mache. Das heißt, dass ich da nicht irgendwie krass reinschwitzen will oder so. Oder dass ich jetzt noch wochenlang oder die eine Woche jetzt noch Endergames richtig rein trainiere und so. Sondern ich spiele ein bisschen just for fun. Das werden so, keine Ahnung, 5 Runden sein. Das schneide ich euch irgendwie cool zusammen. Und dann habt ihr auch ein schnickes Video im Endeffekt, ne? Die anderen können ja machen, was sie wollen. Aber ich versuche vielleicht ein bisschen gut zu spielen und dann irgendwie noch ein schönes Video für euch rauszuholen. Das ist doch irgendwas, was sich richtig lohnt, was man machen kann. Und da sind natürlich auch unter anderem sehr viele Mitglieder aus dem lieben Mole-Clan und damit auch aus der Top-Liste in Endergames sind da ein paar dabei. Und es wäre natürlich sehr nice, wenn ihr mich verschonen würdet fürs Erste, damit ich erstmal mich mit den, keine Ahnung, Gegnern beschäftigen kann, um die abzuziehen, Leute. Dann würde ich einfach sagen, das waren auch dann schon alle Infos. Wenn euch das Video gefallen hat oder dieses in irgendeiner Weise informativ war, schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich auch noch das Video von Dark Shadow verlinkt, wo er mehr erklärt oder sein Kanal insgesamt, da könnt ihr euch durchklicken und gucken. Hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, macht's gut und ciao!